Hallo und damit herzlich willkommen, liebe Genossen und Genossinnen, zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns heute den DDR-Bauwagen an. Ja. Das Ganze kommt vom Industrieverband Fahrzeugbau der DDR, kurz IFA. Sollte jeder kennen. Aber ob aus der Zeit kommt oder nicht, IFA sollte jedem im Begriff sein. Das Ganze kommt im Standard-Setup für 4.400 Euro bzw. 224 Euro im Leasing auf euch zu. Und hat einen Unterhaltskosten von 5 Euro am Tag. Als Design habt ihr die Auswahl von Standard, ja, oder eben mit Windsack. Spoiler hier schon mal davor, der Windsack hat leider keine Animation. So, das war's in dem Falle schon mal. Farben und Co. könnt ihr nicht einstellen. Der Modder dessen Ganzen steht, beziehungsweise in der Modtest steht folgendes drin, der Robby 66. Und als jetziger Modder, schauen wir als Konvertierer, steht einfach nur da Adolf. Ja. Einfach nur Adolf und das in Großbuchstaben. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Witz daran sein soll, ja, aber ich find's geschmacklos. Ja, ein DDR-Anhänger vom Adolf. Aber egal. Machen wir weiter. So sieht das Ganze hier aus, beziehungsweise so wird er dann geliefert. Nicht wundern, der Anhänger steht so rum. Das heißt, hier zum Ankoppeln und hier ist der Arsch. Also falsch rumgedreht, warum auch immer. Ihr könnt so standardgemäß schon mal damit gar nichts machen, sondern ihr müsst den erstmal anhängen. Entweder an den Traktor oder jetzt in dem Fall hier an den Pickup, das ist relativ egal. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit mit der Taste X den ganzen Spaß aufzuklappen. Und dann seht ihr, dann fährt die Tür raus, die Fenster werden aufgemacht und schon könnt ihr das Ganze betreten. So, gehen wir mal rein und gucken uns das Ganze an. Man klitscht erstmal nicht durch den Boden, man kann zwar durch die Decke springen, aber das ist erstmal relativ egal. Hier glitscht man schon mal nicht durch. Wir haben, ja gut, man glitscht noch an der Wand durch, also passt auf, wenn ihr euch drinnen bewegt, okay? Mal drinnen hinsetzen und Co. geht leider nicht. Wir haben hier einen schönen Anbauschrank drinnen. Dann haben wir hier vier Gartenstühle und einen Tisch. Einen Kachelofen haben wir auch. Das gleiche in grün nochmal. Und hier haben wir einen Erich. Ja, schön als Porträt. Für die, die den jetzt nicht kennen, würde ich mir Gedanken machen, mal im Schulunterricht ein bisschen aufpassen, liebe Kinder. Ja, das ist der Erich, hier schön als Porträt, nochmal von so einer schönen Kommode hier vorne dran. Ja, ansonsten Fenster sind drinne. Wir haben hier sogar, wenn ich das richtig sehe, wesentlich was das sein soll, eine Klima- bzw. ein Ablüftsystem. Und eine Lichter haben wir auch, die sind sogar an. Ja, wenn man jetzt das Ganze mal hier in die Zeit reinstellt. Komm. Mal dieses scheiß Englisch. So, gehen wir mal hier in die Zeit rein. Ja, das Ganze ist sogar beleuchtet, meine Damen und Herren. Das Ding ist beleuchtet. Sieht man nämlich auch schön von außen. Das Einzige, was mir hier ein bisschen fehlt, muss ich ehrlich gesagt gestehen, wenn schon ein Ofen drin ist, oder soll das überhaupt, doch, das ist ein Ofen, fehlt mir hier oben der Esse. Ah ne, hier ist der Esse. Gut, Esse ist da, vergesst es wieder. Ne? Ja, das Ganze ist lockfehlerfrei, könnt ihr euch ja vorstellen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Download-Link inklusive Bewertung ist in der Videobeschreibung. So, weißt du, was mir herzlich schmerzt? Dass die zwei blöden Blebbos hier mit Manni und Günni das Ding jetzt gleich wieder missbrauchen, den der ist. Aber trotzdem, schöner Wagen. Bis denne, haut rein. Tschüdelü.